Was haben wir schon? Ich würde gerne mal die Diesel-Lok sehen. Da fährt sie. Auch was mit 80. Wobei ich sagen würde, wenn wir immer mal eine neue, komplett neue Strecke anfangen, dass man die dann auf. Dass sie dann ein bisschen schneller wird. Der hat das ganze Gleis bis da reserviert. Hier kommt ein Zug raus. Die werden sich dann wahrscheinlich definitiv hier treffen. Der hat bis da reserviert. Der muss dann wahrscheinlich ein bisschen warten. Oder kommen die ungefähr gleich an? Bin ich mal gespannt. Ja, natürlich der Idealzustand, wenn die gleich ankommen und direkt weiterfahren können. Das wird knapp. Das wird. Den kann ich mal kurz anhalten. Ist dann ein bisschen verzögert. Findet keinen Weg zum Vorankommen. Doch. Jetzt. Das hat doch gut gepasst. Der fährt jetzt hier unten rein. Hier kommt jetzt. Ah, der Zug fährt dort oben rein. Da fährt er wieder zurück. Nee, Quatsch, weiter. Bis hierher, genau. Hier kommt schon der nächste an. Genau, das passt. Oder hat im letzten Jahr 100.000 gemacht. Das ist natürlich auch fancy. So, die können mit dem Bus dorthin fahren. Hier oben wäre noch eine Stadt. Da wären noch Städte und da oben. Das machen wir in der nächsten Aufnahme. Wir bauen hier oben dann die Kohle aus. Hier unten wäre auch noch eine Ortschaft. Könnte man die eigentlich noch eher machen. Eigentlich könnte man ja hier schon mal. Kann ich eine Schmalspurstrecke 130 an eine Schmalspurstrecke 80 verbinden? Das ginge, okay. Könnte man ja eigentlich schon. Es gibt elektrische Loks. Dann könnte man ja alles, was neu ist, jetzt schon mal auf 130 umbauen. Den haben wir schon, die Subvention. Ja, wie immer. Hier unten ist auch noch eine Stadt. Wo haben wir jetzt gebaut? Hier. Die kriegen jetzt mal einen einseitigen mit Blechdach. Gut, ich hätte es eigentlich gerne in die andere Richtung. Ah ne, hallo, hier geht es in die andere Richtung. Sehr gut, Kohlebergwerk, das ist glaube ich nicht unseres. Ich sehe da jetzt jedenfalls nichts, was da uns gehört. Den hier bitte und dann falsches Ende. So. Die ist so ein bisschen grau und die ist. Na gut, es gibt einen farblichen Unterschied bei den Geschwindigkeiten. Das ist schon mal gut.
Da sieht man es dann auch, wo man noch umbauen muss. Die ist eigentlich relativ flach. Hier könnte man es eigentlich mal probieren, oben umzubauen. Aber das wird kein Dauerzustand, also es wird nicht bei jeder Strecke kommen, dass wir da jetzt hier so übers Gebirge bauen, aber weil die hier mit 130 fahren und das ja auch relativ eben ist, denke ich mal, ist das kein Problem. Können wir noch einen kleinen Tunnel reinbauen. Zack. Das ist ja dieses komische Lied, The 12 Days of Christmas. Okay. Muss man sich mal in echt anhören, wie das also nicht in MIDI-Sound klingt. So, hier kommt auch hier ein Tunnel durch. Hier gibt es dann halt mal drei Tunnel auf der Strecke. Muss auch mal sein. Der dort eh bloß einen Zug fährt, denke ich mal. Gibt es da eh kein großes Chaos. Eigentlich müsste man das gleiche anflanschen. Aber eigentlich hätte ich auch gern das. Ah ne, es ist. Ach so, das ist schon die Strecke hinten. Ne, Moment. Die fahren dort hoch. Wobei es macht wahrscheinlich Sinn, dass. Hier irgendwie ran zu tüdeln. Da muss man das Signal hier dran glauben. Achso, das ist dann bei so einer Weiche ist das dann immer nur ein 80er, okay. Ich glaube, das wird hier mal zeitnah umgebaut. So, der Zug kann dann hier abbiegen. Ja, ich weiß, es ist eine enge 90-Grad-Kurve. Das ist eigentlich nicht das, was ich haben will, aber ich muss ja vorhin schon argumentativ ja, der kommt hier lang und kommt da lang. Kommt aber nicht hier rechts hoch. Jetzt schon. Ach, das ist hässlich. Naja. Das wird dann wahrscheinlich eh nochmal umgebaut, denke ich mal. Oh, da unten ist noch ein Fehler. Aber ich hätte trotzdem noch ein Ausweichgleis. Können wir mal einen Zug einstellen, der mal ein bisschen schneller fährt. Komisches Weihnachtslied. Ja, einen Haufen Kohle gemacht. Sehr schön. So, was ist jetzt das Signal? Abreißen hier. Zack. So, dann können die hier auch was bekommen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier für Züge überhaupt haben. Die diese Geschwindigkeit mitmachen, 120. Da haben wir eigentlich noch gar nichts so richtig. Hier, die können 100 fahren. Ne, Quatsch, 130, ne? Expresspassagiere. Gut, 66, dann noch mit Dampfloks rumhantieren. Aber es gibt nichts, was 130 fährt, aber eigentlich muss ja noch was kommen, weil sonst würde das ja keinen Sinn machen. Ach, warte mal, ich muss den mal hier reinschieben. Zack. Ah, ne, aber die hier.
So, oh, moderner Passagierwagen jetzt verfügbar. Fünfzig gehen da rein. Lockheed Hercules. Und mit den Stahlwagen auch 50. Na gut, das Problem ist, dass die Lok, die nimmt ja was weg, also. Ach komm, wir nehmen jetzt hier den Triebwagen. Und flanschen da. Was hinten dran. Na gut, ich glaube, so ein Viererlänge ist ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Wir machen mal, na gut, eine Dreierlänge sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten. Ich denke, das geht. So, der fährt. Ja, wo können die denn mal hinfahren? Oh, ich glaube, hier gibt es wahrscheinlich schon den ersten Stau geben. Nach Himesaki und dann von Himesaki. Das ist eine elektrische Sikorsky Anhänger. Anhänger? Was? So, und dann fährt er zurück. Dann fährt er nach Haraue und dann wieder hier runter. So, was war jetzt mit dem Anhänger? Und 40 Passagiere. Aber hier gehen mehr rein. Die Frage ist eher, braucht man das irgendwie? Sind die Passagiere schon so voll, dass sich das lohnen würde? Oh, ist aber viel los. Na gut, ich will trotzdem auf. Ich will lieber auf viel Passagiere gehen, anstatt auf. Oder wie haben wir das eigentlich bisher immer gemacht? Geschwindigkeit oder Menge? Wobei, ich glaube, wenn der dort mit Anhänger ist, dann kann das sein, dass der eventuell dort gar nicht fahren kann, oder? Bei manchen Stationen. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt herunterbremst, weil eigentlich das Stück ist ja noch eine 100er, was der aber als 80er eingefärbt hat. Gucken, was er macht. Ah, er geht dann runter mit einer Geschwindigkeit, okay. So. Ah ne, so einer ist das. Oder tauschen wir die ein? Das überlege ich mir nochmal. Einmal weg damit. Ja, ich glaube hier so diese Strecke, das wird dann so das erste sein, was auf eine gescheite Zweigleisigkeit umgerüstet wird. Hier sind jetzt schon 1, 2, 3. War ja nicht noch ein Vierter gerade irgendwo gewesen. Vier schon unterwegs. Und dann gibt es noch den Passagierverkehr. Also ich denke mal, hier werden wir dann noch was machen müssen. Aber das kommt erstmal in der nächsten Aufnahme dann. Und dann sehr gerne an der Stelle bei OpenTDD Japan Edition. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Aufnahme. Bleibt friedlich. Auf Wiedersehen und tschüss.